Meine Eltern sind für eine Woche verreist und mein Zimmer sieht seit 4 Jahren ziemlich leer aus. Und das werden wir heute ändern. So, das ist jetzt mein Zimmer und ich würde sagen, wir legen direkt los. Aber bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo auf diesem Kanal da lässt. Und aktiviert die Glocke. Und alles, was wir dafür brauchen, ist genau hier. Okay, das ist schon ganz schön viel. Ich glaube, ich räume erstmal mein Zimmer auf. So, Zimmer ist halbwegs aufgeräumt und ich würde sagen, wir arbeiten uns von dieser Ecke vom Fernseher einmal hier so links durch, bis wir einmal über diese Wand gekommen sind und angekommen sind in dieser Ecke. Und ich würde sagen, let's go. So, die Fernseh-Area ist jetzt fertig. Ich habe jetzt hier auf entspannt schön die 2 Blumen hingetan und so eine Soundbox. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Hier kommt noch so ein Mickey-Maus-Bild hin, aber das ist noch nicht da. Das mache ich dann irgendwann mal. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, weil ich habe mir eine Spraydose gekauft, vielleicht haben das ein paar von euch gesehen, dieser Kleiderbügelständer-Shit, der wird schwarz angemalt und diese Lampe wird schwarz angemalt. Wie lange das braucht zum Trocknen? Oh, gute Frage. 2 Minuten. Okay, so, wir sind jetzt einmal mit dem Sprühen fertig. Ich habe jetzt einmal hier die Lampe einmal fertig gesprüht und hier den Kleiderhaken. Und dann habe ich hier noch schnell für die Switch so eine Station aufgebaut, die ich richtig nice finde. Ich finde, es sieht übel nice aus. Da fehlen halt nur noch ein paar Spiele, vielleicht ein paar Controller. Und das, boah, das sieht richtig geil aus, finde ich. Genau, mit der Area wären wir dann eigentlich fast fertig. Da kommt jetzt noch schnell eine Pflanze hin. So, mit der Pflanze sieht es schon mal ein bisschen nicer aus. Für die Tafel habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar sollten da eigentlich nur so ein paar Notizen drauf kommen oder so. Aber der Stift ist irgendwie mega weird. So, Tafel ist abgenommen und ich würde sagen, wir besuchen jetzt mal unseren kleinen Künstler. Let's go. So, wir sind jetzt beim guten Künstler hier. Und glaubst du, du kannst da irgendwas Nices drauf machen? Ja. So, Philipp ist mit der Tafel jetzt beschäftigt und künstelt da ein bisschen rum. Wir haben soweit die Fernseh-Area, wir haben die Nebenfernseh-Area schon mal so ein bisschen. Da fehlt halt jetzt noch ein Bild, das ist ein bisschen blöd. Aber wir haben die Area da auch schon ein bisschen geschafft. Und die PC-Area sieht soweit auch eigentlich ganz gut aus. Da fehlt halt jetzt nur noch die Tafel eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach jetzt straight up bei dieser Wand weiter. So, die Displays sind jetzt angekommen. Ich bin mega glücklich, das Bild ist auch schon da und den Vorhang, den ich auch noch bestellt habe, den werde ich jetzt wahrscheinlich aufhängen. Das blende ich euch dann hier irgendwo ein im Laufe, wie ich das irgendwie mit der Timelapse da mache. Und das bedeutet, wir sind jetzt einmal um das ganze Zimmer gekommen und es fehlt nur noch ein Puzzleteil. Und das bringt uns der gute Philipp. Okay, let's go. Okay.
Ja, ja. Mir Mühe. Ich bin Innenarchitekt, by the way. Ui. Genau, das müssen wir dann nur noch aufhängen. Zeig mal her, das gute Ding. Oh ja, das ist nice. Okay, nice. Ja, willst du das Outro dann auch gleich machen, oder? Outro. Ja, aber dieser Geruch ist schon geil, ne? Nee, man gar nicht. Was machst du? Ja. Perfekt. Oh Mann, Digga.